Man nennt ihn den Prinzen mit dem hohen C oder den deutschen Pavarotti oder den Super Mario. Welche Bezeichnung gefällt Ihnen denn am besten? Ja, es sind alles sehr große Lobungen, aber es gefällt mir eigentlich keines so recht, weil man muss sich halt jeden Tag neu beweisen als klassischer Künstler, immer wieder die Leistung bringen und von daher sind solche Titel zwar schön, aber nicht viel wert. Kann man Sie denn als Opernsänger bezeichnen? Auf jeden Fall, also ich habe meine Basis in der Klassik, in der Oper, italienische Oper. Mache allerdings mittlerweile, um nicht hier in eine Kategorie eingeordnet zu werden, hier ist in Deutschland ist mit Schubladen, auch sehr viel im Crossover-Bereich. Mario Andretti. Und wir wollen gleich mal sagen, Sie haben in Frankfurt Opern, Schauspiel und Gesangskunst studiert und wohnen auch jetzt in Bad Homburg. Genau. Aber geboren und aufgewachsen sind Sie in Saarbrücken und dort als Konditor. Ja, das ist richtig. Meine Eltern hatten Konditorei-Kaffeebetrieb und ich habe den Beruf des Konditors gelernt, bevor ich meine Stimme entdeckt habe. Und heute bin ich eben nicht mehr der Konditor, sondern der Sänger. Ja, aber in Saarbrücken wollte man Sie ja gar nicht in die Musikhochschule aufnehmen. Ja, das stimmt. Wobei, es ist witzig, nach dieser Ablehnung in Saarbrücken, 4 Wochen später, habe ich also den ersten Preis beim Bundeswettbewerb Gesang gewonnen in Berlin. Und das gegen 147 Kandidaten. Und das spricht eigentlich für sich. Und Sie haben in den 90er Jahren als Tenor die ganze Welt bereist. Ja. Was war denn eigentlich Ihr erfolgreichstes Stück? Naja gut, ich war ja in Japan, Amerika und Russland auch, aber so die wichtigen Dinge in meinem Leben, das waren eigentlich die Begegnungen mit Luciano Pavarotti, weil er halt mein großes Vorbild auch ist. Mhm. Naja, das ist ja auch immerhin etwas. Jetzt wollen wir mal wissen, was singen Sie uns nun? Ich singe die Canzone des Herzog von Mantua aus der Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi. Na prima, viel Freude mit Mario Andretti. La donna è mobile, dal più mal vento, muta d'accento e di pensiero, sempre innamorabile. Leggiato vivo, in bianco in rigido, e mento in nero. La donna è morte, qual più mai vento, muta l'accento e di pensiero. E di pensiero. E sembra misero, chi resta finita, chi ne convida, ma il sotto il cuore, ormai non senti, se li ti appieno, ti stupa il seno, non li vi amore. La donna è morte, va giù mal vento, muta l'accento e di pensiero. E di pensiero. Ja, einer.